Entschuldigung. Tinkers Waffen können wir rausnehmen. Schmiede. Schmelze. Nee, wie hieß das noch? Materialien. Und das hier. So. Damit wir so das Bestmögliche an Items mitnehmen, bevor wir jetzt in den Nether halt mal gehen. Bei Gelegenheit. Ein schillerndes Zeug. Warte mal, wir brauchen für so ein Tesserakt. Stimmt, dafür brauchen wir doch Enderzeug, ne? Ja, ja. Endirium. Endirium Basis. Ah, okay, dafür brauchen wir dann einen, ja? Das heißt, wir brauchen einen schillernden Baum für einen Tesserakt. Das heißt, wir brauchen ein Pulver für einen Tesserakt. Okay. Ich hau jetzt gleich nochmal schnell das andere Ding rein. Bevor ich mich jetzt schlau lese, das 30. Mal, wie und was ich wo irgendwie einsetze. Guck mal, da haben wir sogar wieder zwei Tesserakte. Theoretisch, wenn wir dann genug Enderperlen haben. Tinkers Waffen. Ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Das ist ja nur hier Projektile und sowas. Das hier sind die Legierungen. Die Haltbarkeit von den Dingern ist eigentlich so mit das Wichtigste. Gucken wir mal. Genau, hier waren ja die Rüstungsmodifizierer. Weiß nicht, ob da irgendwas Nützliches für den Nether dabei ist. Tinkertisch, ah ja. Gibt Nachtvision. Ja, meinetwegen auch das. Damit werde ich schlechter getroffen. Brauche ich aber halt auch Enderperlen für, was ich nicht habe. Stealth. Damit wäre ich unsichtbar, wenn ich sneake, ist natürlich auch ganz nett. Federfall brauche ich tatsächlich nicht. Wasserwandeln. Bleistiefel. Damit kann ich nicht schwimmen, okay. Ich finde auch schön, ne, der Zusatz, Dingens hier, blub. Ja, wenn du nicht schwimmen kannst, ist natürlich doof. Reduziert Fallschaden, ja, nee. Speed. Ach, Mining Speed. Ah, okay. Ah, okay. Auto Repair. Ah, das ist dann. Achso, das kann ich einfach generell auf die ganzen Dinger machen, okay. Double Jump. Double Jump ist natürlich auch immer ganz nett. Okay, das ist das. Wichtiger ist aber tatsächlich das hier. Und wie ich die herstellen kann, ist klar. Wichtig ist mir halt, welche Materialien ich verwende. Zum Beispiel für ein Schwert. Das Werkzeuggriff. Aber man kann ja auch von der Basishaltbarkeit halt ausgehen, ne? Alumitbarren können wir natürlich machen. Jetzt, wo wir auch Aluminium haben. Das ist ja schon relativ stark. Hier, was ist das? Blutschleim. Keine Ahnung, wie ich den herstelle. 1200 ist natürlich auch heftig.
Papierwerkzeuggriff. Toll, ganz toll. Mandolin und Kobalt ist ja das, was ich halt jetzt derzeit noch nicht kriegen kann. Und hier gibt es auch noch volle Haltbarkeit 909. Das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Na gut, verglichen mit dem sowieso nicht. Blaue Schleimkristalle, wie stelle ich die her? Schleimigen Matsch im Blau. Essbarer Schleim. Aus erstarrter Blauschleim. Den kriege ich aus essbaren Schleim. Das riecht schrecklich, aber wenn du nichts anderes zu essen hast. Ah, okay. Den kriege ich so nicht hergestellt. Schade. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf Allomite halt hinauslaufen. Glaube ich. Was macht denn eigentlich mein Griffmodifikator? Muss ich hier, ne, richtig durchlesen, warte mal. Langschaff will ich auch nicht. Es steht links zum Großschwert. Da. So, deswegen kriegen wir uns auch Köpfe, weil wegen Großschwert, okay. Okay. Gut, Alumitbachen kriege ich ja hin aus Eisen, Aluminium und hast du nicht gesehen, ne? Dass wir halt da irgendwie mal so ein Schwert machen, das halt auch eine hohe Dropchance hat. Ich weiß gar nicht mehr, was man dafür braucht. Und dann irgendwann auch mal den Linhand switchen. Diamant würde halt mehr Haltbarkeit geben. Dann haben wir halt mehr Aushaltungsvermögen sozusagen. Speed brauche ich auch im Schwert nicht. Auto Repair ja. Autoschmelz nein. Glück. Also mit Lapis dann. Schärfe ist natürlich auch nicht verkehrt. Feurig, weiß ich nicht. Kann man machen, muss man nicht. Nekrotik, nö. Obwohl, halt dem Spieler jedes Mal, wenn ein Monster attackiert, okay? Okay. Ein Herz pro Knochen. Ah, nekrotische Knochen haben wir, glaube ich, gar nicht. Silky brauchen wir auf dem Schwert nicht. Ja,
the material trait reinforced to the tool. Ah, okay. Would you come over here? Das hilft auch nochmal bei Haltbarkeit. Okay. Rückstoß ist natürlich auch ganz toll. Beheading brauche ich nicht. Das ist für bestimmte Gegner. Flux. Allows the tool to be charged by Redstone Flux. Ah ja, okay. Zusätzliche Modifier. Okay. Dann kann ich einmalig einen weiteren Modifikationsslot hinzufügen. Da auch. Brauchen wir nur einen goldenen Apfel. Oder halt einen Netherstar. Oder einen goldenen Dingens. Okay. 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 Alumid-Barren-Gedöns-Dingens des Todes. Da. Stelle ich jetzt wie hier? Ich hab's wieder vergessen. Hier. Ich bin schon am Ende angekommen, hallo? Da, Aluminium, Eisen, Obsidian. Obsidian hauen wir mal rein. Eisen. Haben wir noch ein bisschen was, hauen wir mal rein. Und dann holen wir ein bisschen Aluminium raus. Guck mal, da haben wir ein bisschen was. Können wir einfach mit Bären reinknallen. Weil ja sonst nichts. Ne? Und das Ding befüllt sich. Wie sieht es eigentlich hier mit dem Strom aus? Nicht, dass das hier jetzt wieder leer ist. Es befüllt sich noch. Das ist sogar, ne? Mehr als halb voll. Wow. Gucken wir dennoch halt, ne? Wie sieht es hier im Kraftwerk aus? Ups. Es ist bald wieder leer. Bald. Very bald. Gut, wir hätten noch genug, dass wir einmal ersetzen können. Wir haben ja gar nicht mehr die Zwischenteile, die wir brauchen, ne? Ach, guck mal, da haben wir sogar noch. Guck mal hier. Sind nicht wie bei armen Leuten. Da können sie sogar noch ein paar Mal mehr ersetzen. Weil wir brauchen ist halt Eisenplatten, okay. Und hier raus können wir halt auch noch irgendwas rauszaubern, dass wir da irgendwie Zeug kriegen. Theoretisch. Aber wenn wir das sowieso alles bald stilllegen, dann brauchen wir das auch nicht. Hat ja lange gehalten, das Kraftwerk, ne? Aha. So. Geschmolzenes Aluminium. Aluminium. Ah, okay. Duraluminium war... mit Kupfer. Das heißt, wir müssen das Kupfer immer rauskriegen, ne? Habe ich hier noch Kupfer? Ich glaube nicht, sonst hätte sich auch das restliche Aluminium irgendwo verbunden. Aluminium. Komm, knallen wir rein, die Kacke. Was drin ist, ist drin. Ist so. Ist ein Pokémon. Dass sich das aber jetzt noch nicht hier mit dem Obsidian hier verbunden hat. Naja, was soll's. So. Ganz kurz hier mal die Lavakerne hier irgendwie mal loswerden. So. Dann haben wir Aluminium.
Ist Aluminium jetzt zu wenig?